Es war einer dieser Tage, der zwei Leben für immer veränderte. Für Schneewittchen wurde er zum schönsten ihres Lebens, während es für Serena der schrecklichste wurde. Aber halt, beginnen wir am Anfang der Geschichte. Ich bin so aufgeregt, ich kann es gar nicht glauben. Ich habe ein Date mit Oliver. Er ist so süß und toll und perfekt. Aber ich muss jetzt los. Er wartet sicher schon. Wir sind wieder zurück bei unserer Snow und unserer Serena. Es ist Donnerstag, kurz nach 17 Uhr und unsere böse Königin hat gerade ihr erstes Date mit unserem Prinzen Oliver. Oliver ist gerade angekommen, jetzt wird unsere Serena gleich mal hingehen und ihn einmal freundschaftlich umarmen. Er ist suspicious und es ist schon eine unbehagliche Begegnung. Also Oliver scheint sich hier nicht ganz so wohl zu fühlen wie unsere Serena. Sie hat ihm gegenüber ja nur positive Stimmungen. Sie schwärmt für ihn und findet, es macht Spaß, mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Aber er findet, sie ist ein nicht vertrauenswürdiger Sim. Und was Serena zudem nicht weiß und was Oliver vermutlich auch beschäftigt, er hat auch Kontakt zu ihrer Schwester Snow. Wie wir hier sehen, die beiden verstehen sich richtig gut und haben auch schon eine kleine romantische Leiste. Wie gesagt, Serena weiß nichts davon und deshalb ändert das alles für sie natürlich nichts. Die beiden können hier mal zusammen ein Selfie miteinander machen. Ich mache immer gern mehr als eines, weil die Sims die Bilder meistens verkacken. Und dann werden die beiden sich hier zusammen hinsetzen und einfach ein wenig miteinander quatschen. Serena erklärt Oliver jetzt, dass sie sich wirklich freut, dass sie diesen Tag miteinander verbringen können. Und er wird sich auch nochmal für die Möglichkeit bei ihr bedanken und hervorheben, dass er sich noch ein bisschen einsam fühlt, weil er leider noch nicht so viele Freunde hier gefunden hat. Und obwohl er im Gespräch immer wieder hervorhebt, dass er vor allem an Freundschaft interessiert ist, überlegt sich Serena schon, wie sie den ersten Schritt in eine romantische Richtung machen könnte. Leute, ich werde es tun. Ich mache jetzt den ersten Schritt. Was tut er? Hat er mich gerade wirklich abgewiesen? Serena, ich dachte, das hier ist ein freundschaftliches Treffen. Wie meinst du das? Weißt du nicht, dass sich zwischen mir und deiner Schwester etwas entwickelt? Und so zerbrach ihr Herz in tausend Stücke. Sie würde immer die zweite Wahl bleiben. Immer ein Stück hinter ihrer perfekten Schwester Snow. Und so ist Serena völlig beschämt wieder zu Hause in Windenburg angekommen. Und sie denkt sich nur, wo kann ich mich verstecken? Das war so eine unbehagliche Begegnung. Und Serena wäre nicht unsere böse Königin, wenn sie jetzt irgendwie rational handeln würde. Deshalb geht sie jetzt erstmal zu ihrer Schwester Snow, die gerade für die beiden ein Abendessen zubereitet und wird sie erstmal anschreien. Sie wird sie beleidigen, dann wird sie sie für ihre schlechte Laune verantwortlich machen. Und jetzt bekommen wir auch die Benachrichtigung, dass Snow anscheinend streitlustige Sims nicht mag. Ja, das fühle ich sehr. Und Serena geht es auch direkt besser, gut wegen böse. Gut und böse Sims sind niemals einer Meinung. Der Kampf wütet weiter. Und dann wird sie sich noch einmal darüber streiten, wer besser ist. Und wie ihr schon merkt, Serena versucht gerade einfach nur einen Streit zu provozieren. Es macht absolut keinen Sinn, was sie redet. Sie ist einfach traurig, weil sie abgewiesen wurde. Sie sieht nicht ein, warum sie immer die zweite Wahl ist. Warum muss sie immer hinter Snow sein? Sie wollte doch nur einmal glücklich sein. Und weil sie jetzt völlig verzweifelt ist und nicht weiß, was sie mit ihrer Schwester anfangen soll, wird sie Oliver eine SMS schreiben, ob die beiden sich ganz kurz treffen können, denn sie muss dringend mit ihm sprechen. Und obwohl es 3 Uhr morgens ist, ist Oliver natürlich trotzdem aufgetaucht. Snow hat das Gespräch natürlich noch immer nicht vergessen und fühlt sich noch immer unheimlich schlecht und hat keine Ahnung, was los ist und wird ihn jetzt einfach mal um Rat bitten.
Ich weiß nicht, was los ist. Serena ist nach Hause gekommen und hat mich einfach angeschrien, ohne jeglichen Grund. Und dann wird Oliver ihr erzählen, dass das möglicherweise seine Schuld ist und wird eben von dem heutigen Date erzählen. Ich dachte, Serena und ich treffen uns einfach nur freundschaftlich, aber irgendwie hat sie das, glaube ich, missverstanden. Sie wollte eindeutig mit mir flirten und dann habe ich erklärt, dass ich eben an dir interessiert bin. Snow ist jetzt natürlich vollkommen überfordert. Sie weiß jetzt nämlich auch, dass nicht nur sie für Oliver schwärmt, sondern dass auch Oliver an ihr interessiert ist. Aber andererseits ist sie natürlich auch völlig fertig, weil sie nun weiß, dass ihre Schwester sich auch für Oliver interessiert und die Beziehung zwischen den beiden war sowieso schon immer schwierig und sie sind ziemlich inkompatibel und das wird das Ganze natürlich nicht besser machen. 10 seconds later. Wer ist Delphine Talbot und warum kommt sie einfach her und prügelt sich mit Oliver? Okay, auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, bevor sie einen Schritt in irgendeine Richtung macht, verabschiedet sie sich jetzt erstmal von Oliver und muss das mit ihrer Schwester klären. Und nun wird sie zu ihrer Schwester hingehen und wird versuchen, eine tiefgründige Unterhaltung mit ihr zu führen. Serena, du bist meine Schwester. Ich habe gerade mit Oliver gesprochen. Wenn du ihn wirklich so gerne magst, dann treffe ich mich natürlich nicht mehr mit ihm. Glaubst du wirklich, der gefällt mir? Ich wollte sicher nie was von dem. Was hat der dir denn bitte erzählt? Vergiss es einfach. Das ist alles, was Snow dazu sagt. Und dann schreibt sie eine SMS an Oliver. Ich glaube, es wird Zeit für unser erstes offizielles Date. Und ihr erstes offizielles Date werden Snow und Oliver hier unten verbringen. Hier haben wir nämlich jede Menge großartige Gebäude und einige davon wurden tatsächlich von euch erstellt. Hier haben wir einen Pool, einen Park und ein kleines Geschäft. Und außerdem haben wir hier noch ein Fitnessstudio, das von der lieben Simbo erstellt wurde und ein Kunstzentrum, das von der lieben Humpia erstellt wurde. Diese beiden Grundstücke wurden bei meiner ersten Shell Challenge erstellt. Falls auch du gerne mal bei einer Community Challenge dabei wärst, schau sehr gerne auf Twitch vorbei. Ich streame derzeit 3-mal die Woche und es gibt fast immer Sims. Und hier sind wir nun im Kunstzentrum. Unser Hauptziel ist natürlich mit unserer Verabredung Kontakte knüpfen. Außerdem müssen die beiden irgendwo zusammen sitzen und sich unterhalten und kokett werden. Hier gibt es jede Menge unterschiedliche Aktivitäten, die wir machen könnten. Und im zweiten Stock gibt es eine Bar. Da werden wir gleich mal ein Getränk für beide bestellen. Denn da wir heute Nacht in der Stadt feiern, ist das alles kostenlos. Die beiden werden einfach mal einen Apfelnektar trinken. Dann wird sie einmal vorm Erwachsenwerden schwärmen und einfach sagen, mit Serena ist das alles so schwer. Ich freue mich wirklich schon drauf, wenn ich genug Geld habe und allein leben kann. Und weil sie sich gerade so selbstsicher fühlt, wird sie den ersten Schritt wagen und einen mutigen Anmachspruch loslassen. Und sie sind tatsächlich gerade gute Freunde geworden. Die beiden sind so unglaublich süß. Und jetzt haben wir tatsächlich schon als Ziel, dass die beiden sich küssen sollen. Der erste Kuss der beiden darf natürlich nicht hier in einer Bar passieren. Das wäre ganz und gar nicht romantisch. Wir gehen irgendwo hier nach hinten an den Strand. Hier sieht es romantisch aus. Ich weiß, das geht alles gerade sehr, sehr schnell, aber wenn man eine Person kennenlernt, mit der einfach alles passt, dann kann es schon mal schnell gehen. Oh mein Gott, das hier ist einfach so süß. Und wo die beiden jetzt hier allein am Meer sind, wird sie ihm einmal sagen, dass er unheimlich gut aussieht. Heute besonders, aber eigentlich findet sie ihn sowieso immer richtig gut aussehend. Dann wird sie ihn nochmal umwerben und ihm dann gestehen, dass sie verknallt in ihn ist. Und dann wird sie zum ersten Mal körperliche Nähe wagen und wird versuchen, mit ihm zu knuddeln. Oh! Und jetzt werden Snow und Oliver den ersten Kuss miteinander erleben. Nun ist das Date offiziell schon zu Ende, aber bevor sie sich voneinander verabschieden, wird Snow ihn noch einmal bitten, auf freundschaftlicher Basis zum Abschlussball gemeinsam zu gehen. Denn offiziell sind sie ja noch nicht zusammen und deshalb ist die Frage noch ein bisschen vorsichtiger, aber ich hoffe, er sagt ja. Ja, Oliver sagt
Ich würde mich freuen, mit dir zum Abschlussball zu gehen. Das nenne ich mal ein erfolgreiches erstes Date. Oliver und Snow haben gerade ein Date. Meine eigene Schwester trifft sich mit ihm. Ich kann es nicht glauben. Wie konnte sie sowas tun? Serena, alles in Ordnung? Plötzlich erklingt eine Stimme hinter ihr. Auf einmal kommt Jaden in den Raum. Und genau weiß sie auch nicht warum, aber sie erzählt ihm die ganze Geschichte. Wenn er nicht sieht, wie toll du bist, dann ist das seine Schuld. Das sagst du doch nur, um mich aufzuheitern. Überhaupt nicht. Du bist wunderschön und klug. Wer würde nicht mit dir zusammen sein wollen?